Okay, fahren wir einfach mal weiter. Da kriege ich Chemikalien. Plasma kann man ja immer gebrauchen. Chemikalien. Super. Und dann fahren wir einfach jetzt straight up in die nächste Zone. Alter Schwede. Der Wind drückt dich echt durch die Gegend. Krass. Okay. Kahnböen. Wachposten gescannt, okay. Moin. Was geht? Gut, gut, gut. So. Oh, hier haben wir Blei, das ist schon mal super. Kann man immer gebrauchen. Oh, gepanzerte Platten. Schade, schade, dass ich genau davon nicht genügend mit habe. Sonst hätte ich da viel nutzen können.
gibt nämlich so einen Schneider, Teiler, wie auch immer. Den kannst du starten und der trennt Sachen von Autos ab. Das heißt, hier die gepanzerten Türen und so weiter hätten wir alle mitnehmen können. Müssen wir dann fürs nächste Mal. Dass man dann vielleicht jetzt guckt, dass man noch einen zusätzlichen Speicher draufsetzt. Also irgendwie mehr Transportmöglichkeiten und dann könnte man das Ganze mitnehmen, nehme ich an. Oh, nice. Jetzt dahin. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Außen ist nichts und dann können wir hier drinnen mal gucken. Quietscheentchen gegen Gasflaschen. Okay. Abdichtkit können wir gebrauchen. Super. Dann könnten wir primitive Stoßstange brauchen wir nicht. So, wo ist mein Auto? Da in die Richtung. Mechaniker-Kit. Hab ich eins dabei? Ja. Und ab dich, Kit. Okay. So, aufi, aufi. Durch den Tunnel.
Ups. Ziemlich viel kaputt gemacht. Okay. Ah, ich wollte gerade sagen, auf dieser Seite ist es dunkel oder was? Hier noch die Kiste. Den Hammer brauche ich eben noch. Dann nehmen wir nämlich das Werkzeug wieder mit nach Hause, lassen das zerstören und zurücksetzen. So behalten wir die Zutaten, nehme ich an. Oh Gott. Schnell hier weg. Oh, den brauchen wir aber noch. Oh, ein Schaltknüppel. Okay. Alter, ist hier viel. Kommen wir wieder zurück und dann... Oh. Da lang. Let's see.
weiter geht's. Schockierter Tourist, okay. Dann soll der schockiert bleiben. Ah, da kommen wir gar nicht rein. Schade. Obwohl. Nee. Oder? Ah, da. Oh Gott. Dreimal dran vorbeigelaufen. Blei brauchen wir nicht, aber Computerteile können wir mitnehmen. Wieder eine Funkstation. Da müssen auch irgendwie Elektroteile drin sein. Wo wollen wir hin? Oh. So. Ups, ey. Da wollen wir hin. Den hier will ich haben. Oh. Schwarzer Lack, nice. Ooh.
Ups. Nein. Ah, Glück gehabt. Ey, kein Glück gehabt. Ich muss hier raus. Hilfe. Bisschen was reparieren. Es ist geladen, okay. Was haben wir denn hier? Okay. Holen wir uns jetzt das letzte, damit müssten wir ja das Chaos hier auslösen. Okay, der Straße folgen. Oh Gott. Hilfe. Oha. Hilfe, noch eins. Okay, zum Glück haben wir das geschafft. They use limb technology to stake down pockets of stability in an area. Basically, they delay how quickly you're turned into Swiss cheese out there. Oh, 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 oh.
Okay, die drei können wir hier vernichten. Fax ist da. Warum habe ich denn keinen Zugriff auf alles, was mit dem Weltraum und LIM zu tun hat? Willst du damit sagen, dass ich darf keine Daten zugreifen, die mit den synchronen Emissionsanalyse zu tun hatten? Du weißt schon, dass ich 400 auch in meinen Freizeit selbst scannen kann, oder? Ich kann die Daten selbst sammeln. Woran forschen wir denn hier, dass ich nicht drauf zugreife? So.
Alles heile. Kriegen wir die Sachen repariert. Das ist mega. So, wie viele haben wir eigentlich? 6,4. Aber hier braucht... Oh, stabile Energie. Prüfen. Tomat. Ankerenergie, okay. Und hier, ja, das thermaler Staubsauger. Ersatzglühbirnen, Schweißbrenner. Ankerradar. Das? Ach, fortschrittliche Werkbank Stufe 2. Technik, eigentlich das rein. Ah, ich glaube.